Sehr geehrten Damen und Herren, das Thema des heutigen Abends ist eine kurz und tragische Lebensgeschichte, die geprägt war vom Widerstand gegen die SED-Diktatur. Es geht um das Leben und den Tod von Michael Gartenschläger. Dabei geht es um Aspekte der SED-Diktatur, die kaum von einer Kommodendiktatur sprechen lassen. Es geht hier um einen Staat, der sich berechtigt glaubt, seine Bürger mit Selbstschussanlagen am Verlassen des Landes hindern zu dürfen. Und es geht auch um einen Mann, der diesen Skandal öffentlich machen wollte. Zur Geschichte dieses Mannes haben Franz Bludau und Lothar Lienicke ein Buch mit dem Titel Todesautomat, die Stadtsicherheit und der Tod des Michael Gartenschläger an der Grenzsäule 231 veröffentlicht. Ich freue mich, die Autoren dieses Buches zum heutigen Vortrag hier begrüßen zu können. Ein offener Brief von Rainer Schubert im Internet verbreitet, der vielleicht auch einige der Anwesenden erreicht hat und in dem darauf verwiesen wird, dass Herr Lienicke als IM Robby für das MFS tätig war, veranlasst mich an dieser Stelle zu einer kurzen Erläuterung. Ich denke, Herr Lienicke wird dazu selbst auch noch etwas sagen. Und wie gesagt, nach dem Vortrag steht ja hier immer Diskussionsmöglichkeit. Die Tatsache, dass Herr Lienicke als IM für das MFS tätig war, ist schon seit Juni 92 bekannt. Bereits in einer Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft 13. August in Checkpoint Charlie am 3. Juli 92 hat Herr Lienicke dazu Stellung genommen und Hildebrand hat sich die Erklärung von Herrn Lienicke zu eigen gemacht, dass westliche Sicherheitsstellen in wesentlichen Einzelheiten informiert waren. Das heißt, dass sie Kenntnisse und darüber hatten und dass er auch zum Teil im Auftrag dieser Sicherheitsstellen tätig war. Der Spiegel berichtete im Heft 17 des Jahres 1995 unter dem Titel Spiel mit heißem Eisen davon. In dem hier gezeigten Buch geht Herr Lienicke auf diese Zusammenhänge explizit ein und erläutert auch seine Motive, an denen ich nicht etwas sehen kann, das mich hinderte, Herr Lienicke hier zu diesem Vortrag einzuladen. Angesichts der mir vorliegenden Informationen schien es mir nicht zweifelhaft, dass das, was Herr Lienicke getan hat, dass er dies aus einem Motiv tat, etwas nämlich zu tun, gegen diejenigen, die nach seiner Ansicht für den Tod von Michael Gartenschläger verantwortlich waren. Übrigens habe ich in der vorigen Woche schriftlich mich mit einer Frage an den Bundesnachrichtendienst gewandt, ob er dieses auch bestätigen könnte, diese Angaben bestätigen könnte. Leider wurde ich daraufhin am Montag von dem zuständigen Abteilungsleiter BND telefonisch informiert, dass mir aufgrund gesetzlicher Regelungen des BND-Gesetzes keine Auskunft dazu erteilt werden kann. Das wussten wir schon, aber wir probieren es immer wieder. Denn ich denke, das haben wir hier bei Veranstaltungen schon ja öfter beklagt, gerade diese Ost-West-Zusammenhänge, über die wir hier ja sehr viel machen, sind wirklich gründlich und zuverlässig nicht bearbeitbar, wenn man nicht auch die Gegenüberlieferung hat. Bevor wir mit dem Vortrag beginnen, noch einige Hinweise für die nächsten Veranstaltungen. Am 13. März wird hier Herr Gerhard Wettig zu Stalins Deutschlandnote vom Frühjahr 1952 reden. Und am 3. April können Sie hier einen Vortrag von Dr. Thorsten Dietrich, einem Mitarbeiter des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes der Bundeswehr in Potsdam, hören. Und zwar mit dem Thema das Jahr 1952, Schlüsseljahr der Aufrüstung in der DDR. Und dann noch ein letzter Hinweis auf eine Tagung mit dem Titel Die unsichtbare Front, an der der Landesbeauftragte als Mitveranstalter beteiligt ist und die getragen wird durch die Evangelische Akademie und den Verein Berliner Mauer. Diese Tagung findet vom 8. bis 10. März dieses Jahres statt und draußen lagen noch Einladungen und Programme. Wer sich informieren möchte, kann dies tun. Und nun bitte ich die Damen um das Wort.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lothar Lienicke und Sie haben gerade gehört, die Irritationen, die im Vorfeld aufgetreten sind, über meine Mitarbeit oder über meine Anbindung an das Ministerium für Staatssicherheit. Das heißt, diese Informationen, die Herr Schubert hier in die Öffentlichkeit trägt, sind nicht ganz falsch. Die sind zumindest teilweise richtig. Und ich habe dazu schon 1992, wie hier gerade dargestellt wurde, in einer größeren Pressekonferenz oder vor der Öffentlichkeit hier in Berlin eingehend Stellung bezogen. Das Problem ist, dass wenn wir jetzt im Vorfeld über diese Problematik noch einmal anfangen zu reden, dann wird das Thema sicher abendfüllen. Und ich bitte vielleicht um Ihr Verständnis, dass ich auf die vielen Einzelheiten, die zu dieser Zusammenarbeit geführt haben, wie sie sich entwickelt hat und wie es zu einer Mitarbeit oder Zusammenarbeit zwischen dem Bundesnachrichtendienst und meiner Person kam, Verständnis, dass ich jetzt hier, unser Vortrag ist ja wie angekündigt, das Leben des Michael Gartenschläger nicht im Vorfeld Stellung nehmen möchte. Das heißt, mit anderen Worten, ich winde mich nicht um das Thema und ich stehe gern Ihnen im Nachhinein und zu unserem Vortrag zur Verfügung. Damit die Missverständnisse vielleicht nicht auftreten, ich habe eine moralische Verantwortung für mein eigenes Tun zu tragen und der stelle ich mich einfach und sage, wir leben nicht in der Vergangenheit, wir leben in der Gegenwart und es nutzt nichts, wenn wir einfach Vergangenheit verschweigen. Das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen einfach diese Vergangenheit beschreiben, schildern. Denn Historiker, die irgendwann in 20, 30 Jahren, wir sehen es an der Aufarbeitungsproblematik, die sich heutzutage abzeichnet, nämlich die Aufarbeitung des Dritten Reiches, die doch sehr spät in der Bundesrepublik eingetreten ist und es wird sicherlich eines Tages eine Aufarbeitungsphase der DDR-Geschichte oder speziell der innerdeutschen Geschichte. Man kann das nicht trennen, die beiden Staaten voneinander, auch wenn sie in unterschiedlichen Systemen existiert haben. Die Geschichte ist miteinander eng verwoben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich überhaupt zu dieser Problematik auch der eigenen Vergangenheit stellt, dass man sich darüber äußert. Es ist eine Betrachtungsweise. Das heißt, für ehemalige Offiziere des MFS, die in der heutigen Zeit leben, ist es sicher ein anderer Blickwinkel über Tätigkeiten dieses Apparates, wie jemand, der halt in West-Berlin bei der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden tätig war. Das heißt, der Blickwinkel wird immer grundsätzlich verschieden sein. Und wir meinen, dass wir einfach die Eigendarstellungsweise zum Ausdruck bringen sollen. Wenn Sie darauf Verständnis haben oder wenn jemand einfach eine Frage hat, dann wären wir gern bereit, vielleicht im Vorfeld schon die Frage zu beantworten. Aber wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns gestatten, den Vortrag über Michael Gartenschläger erst zu halten und dann vielleicht auf diese spezielle Problematik nochmal einzugehen. Ich hoffe, ich setze Ihr Einverständnis einfach mal voraus. Alles ist möglich, beweisbar ist es nicht. Unter diesem Motto stand die Urteilsbegründung des Landgerichts Schwerin vom 23. März 2000. Zuvor waren drei Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit von dem Gericht freigesprochen worden vom Vorwurf des versuchten Mords oder versuchten Totschlags, wie auch immer. Die Männer zur Vorgeschichte hatten in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai Michael Gartenschläger an der Grenze erschossen. Es gab hier zu ihrer Rechtfertigung eine Notwehrsituation, die Schützen zu ihrer Verteidigung erfolgreich vorgebracht haben. Und ich als Augenzeuge
diese Ereignisse, der halt einfach einen anderen Blick oder einen anderen Blickwinkel oder ein anderes Blickfeld hatte, will gemeinsam mit Franz Bruder heute Abend einfach mal darstellen, wie wir die Sache damals gesehen haben, wie wir im Prinzip diesen Prozess verfolgt haben, den Freispruch erlebt haben und in unserem Buch versucht haben, unsere Sichtweise der Dinge einfach darzulegen, ohne dieses Urteil letztendlich von der Substanz her in Frage zu stellen, denn wir leben in einem Rechtsstaat und das Urteil ist von dem Gericht gesprochen worden und es lautet nun mal halt auf Freispruch. Wer war dieser Michael Gartenschläger eigentlich? Man muss sollte sich diese Figur oder diesen Menschen einfach mal vorstellen. Er war 1944 in Strausberg bei Berlin geboren. Seine Eltern betrieben eine Gastwirtschaft und er wuchs nach heutiger Begriffsbestimmung in kleinen bürgerlichen Verhältnissen auf. Strausberg war eine Kleinstadt, NVA-Standort, die meisten von Ihnen wissen das, etwas spießig, vielleicht ein bisschen uniformiert. Und Gartenschläger und seine Freunde suchten seinerzeit natürlich diesen Ausgleich der Spießigkeit, sie waren ja junge Leute, in West-Berlin, was ja vor 1961 noch frei zugänglich war. Sie entwickelten eine Vorliebe für Rock'n'Roll-Musik, das war ja nicht ungewöhnlich in der Zeit, und sie richteten ihr Freizeitleben dementsprechend ein, das heißt, hinter der elterlichen Gastwirtschaft baute man in dem Schuppen einen Jugendclub auf und brachte Insignien von Ted Herold an, hörte westliche Musik und entzog sich immer mehr diesem öffentlichen Leben in der DDR, sprich diesen von der freien deutschen Jugend geprägten Freiheitskulturstil. In den Anfangsjahren des Clublebens, diese Jugendlichen trugen natürlich dieses Fabelé für Rock'n'Roll nach außen, man legte sich einheitliche Kleidung an, man zeigte halt eine gewisse Abneigung, ohne vielleicht Hassgefühle zu entwickeln, aber eine gewisse Abneigung gegen dieses uniformierte Leben, was sich da abspielte. Und bei Zeiten war dieser Club natürlich den dortigen Behörden in Strausberg ein Dorn im Auge. Es gab Versuche von Seiten der Schule bzw. von Seiten des Lehrbetriebes auf die Jugendlichen einzuwirken, dass man doch sicher diese Rock'n'Roll, diese Fabelé für Rock'n'Roll ein bisschen zurückschraubt, dass man diesen Club auflöst. Die Jugendlichen haben sich nicht daran gehalten, im Gegenteil, sie zeigten halt, waren angespornt durch dieses Gebot, das noch weiterzutreiben. Das heißt, man trug seine Vorlieben in die Öffentlichkeit und es gab in Strausberg 1961 dann einen ersten Einschnitt, nämlich dass von Seiten der Volkspolizei dieser Club verboten wurde. Also ein normaler Fanclub, ein Rock'n'Roll-Club. Es war eigentlich ein doch unpolitischer Verein, der sich da gebildet hatte. Mit dem Mauerbau 1961, wir brauchen hier nicht auf Einzelheiten oder auf Gründe des Mauerbaus eingehen, hatte sich natürlich für die Jugendlichen ein Stück ihrer Freizeitkultur war plötzlich abgeschnitten. Und in ihrem jugendlichen Aufbegehren, so würde ich das persönlich, nachdem ich die Ermittlungsakten gelesen habe, bezeichnen, gab es erste Absprachen, dass man doch vielleicht gegen den Mauerbau was machen müsste. Es gab ja seinerzeit Reden in West-Berlin von Willy Brandt und es gab sicher auch Schafmacherische, wenn man das so bezeichnen kann, Demonstrationen in Berlin-West. Und diese Jugendlichen meinten nun halt einfach, sich dem anschließen zu müssen. Sie glaubten, etwas in Strausberg bewegen zu können, indem sie abends loszogen und dann an Garagen schrieben, freie Wahlen, SED, nee und ähnliche
ja, wenn man es überhaupt als Parolen bezeichnen kann, ähnliche Sprüche. Es gab in Strausberg, so geben es die Unterlagen her, seinerzeit Gerüchte, die die Runde machten. Das heißt, man glaubte, oder ein Teil der Bevölkerung glaubte, die Amerikaner würden diese Maßnahmen des 13. August rückgängig machen. Und Gerüchte, der in Berlin der Schlachthof würde brennen und es stehende ein Volksaufstand bevor, haben die Jugendlichen geglaubt und meinten, nun jetzt müssen sie halt einfach da mitmischen, und sind abends am 18. September 1961 losgezogen, nachdem sie gemerkt hatten, dass ihre Schriftzüge, die sie angebracht hatten, kaum Wirkung, jedenfalls sichtbare Wirkung nicht zeigten, und zündeten eine freistehende Feldscheune an. Sie wollten ein Fanal setzen gegen den Mauerbauer. Man muss das heute nicht politisch überbewerten. Ich denke, das war eher ein jugendliches Aufbegehren, was sie einfach da zu dieser Handlung trieb, zu der mir Gartenschläger viele Jahre später selbst erzählte, dass das Dummheit war, was sie da gemacht haben. Sie haben eine Scheune angebrannt, was nichts brachte, ging auf dem Feld, und es war einfach idiotisch. Aber die Einsicht kommt ja mitunter einfach viele Jahre später. Keine Wirkung gezeigt, war eben nur äußerlich. Die Volkspolizei gemeinsam mit dem Ministerium für Staatssicherheit hat dementsprechende Untersuchungen in Strausberg durchgeführt, Tatortfeststellungen, und es dauerte nicht sehr lange, waren diese vier Jugendlichen, die an diesen Aktionen beteiligt waren, gestellt. Man brachte sie in die Untersuchungshaftanstalt nach Frankfurt-Oder, und sie wurden dort den polizeilichen oder wie auch immer Vernehmungen unterzogen. Es gab seinerzeit, und das wissen Sie ja noch selbst, gab es halt staatliche Anordnungen von Seiten der Justizkommission. Hilde Benjamin, man forderte ein hartes Vorgehen gegen diese Elemente. Das war damals, heute würde man das vielleicht anders bezeichnen, oder hätte man vielleicht in den 80er Jahren das anders bezeichnet. Damals forderte man strenge Bestrafung gegen die Elemente, die halt sich gegen diese Maßnahmen des 13. August 1961 aufbegehren. Man glaubte, der 17. Juni stände bevor oder ähnliche chaotische Zustände. Das war zumindest die Begründung, wie der Volksaufstand in Ungarn. Und das heißt, die Jugendlichen saßen in der Klemme. Sie saßen dahingehend in der Klemme, dass der Staat jetzt ihre strengste Bestrafung forderte, und das Ministerium für Staatssicherheit machte am 31.08.1961 einen Vorschlag zur Durchführung der Hauptverhandlung gegen eine Untergrundgruppe aus Strausberg. Und in diesem Vorschlag zur Hauptverhandlung gegen die Jugendlichen wurde die politische Zielstellung festgelegt, wie der Prozess durchzuführen ist, wie lange der Prozess zu dauern hatte. Selbst die Terminierung wurde vom MFS vorgeschlagen. Und man muss im Nachhinein feststellen, dies war ein politischer Prozess. Nach einer Untersuchungshaft von nur 4 Wochen hat mit Abschluss der Untersuchung des Ministeriums für Staatssicherheit der Staatsanwalt Glüsendorf in Frankfurt-Oder die Ermittlungsakten zugestellt bekommen. Einen Tag später hat Glüsendorf dann die Anklageschrift verfasst, und nochmals 5 Tage später fand dann im Kulturhaus der Nationalen Volksarmee in Strausberg der Prozess gegen die nunmehr zur konterrevolutionären Terrorbande notierten Jugendlichen statt. Vielleicht um dieses Zeitgeschehen noch einmal in Erinnerung zu rufen, würde ich Ihnen gern aus dieser Anklageschrift zitieren oder ein Stück vorlesen, um diesen Zeitgeist, diese Stimmung, die damals geherrscht hat, auch auf Seiten der Staatsorgane der DDR, um Ihnen das noch einmal wiederzugeben. Als wir unser Buch geschrieben hatten, hat unser Jurist uns davon abgeraten, derartiges reinzuschreiben, obwohl wir eigentlich nur die Anklageschrift zitiert hatten. Ein deutscher Jurist konnte sich nicht vorstellen, dass ein Staatsanwalt der DDR eine
dermaßen Äußerungen von sich gibt. Da heißt es zum Beispiel in der Anklageschrift über die amerikanische Unkultur, über Musik- und Filmstarclubs wurden alle Beschuldigten negativ und feindlich gegen die Arbeiter- und Bauernmacht beeinflusst. Was in den, ist ein bisschen schwer leserlich, was im Jahre 1961 willfährige Kreaturen, das steht in der Anklageschrift, willfährige Kreaturen der westdeutschen Ultras zu werden. Aufgeputscht und aufgemuntert durch das Auftreten solcher Verräter und politischer Hasardeure wie Willy Brandt, alias Rahm, das hat der Herr Güsendorf nicht vergessen zuzuschreiben, verstärkten sie ihren Terror, ihre Diversions- und staatsgefährdende Gewaltakte. Sie haben sich als Feinde der Arbeiterklasse, als Feinde von Partei und Regierung entlarvt und sind auf den Dunkelhaufen der Geschichte gelandet und haben sich wegen eines Staatsverbrechens zu verantworten. Das war das scharfe Schwert der Staatsanwaltschaft gegen Kinder. Gartenschläger war seinerzeit 17 Jahre, Mitheder Lehmann 17 Jahre, Resack 17 Jahre, Höpfner 18 und Riediger ebenfalls 18. Das heißt, die Mehrzahl der Jugendlichen waren ja noch nicht mal erwachsen gewesen. Sie hatten während des Prozesses Pflichtverteidiger, die nicht, wenn man das aktenmäßig erfasst, nicht sehr viel Unterstützungsleistung den Jugendlichen zuteil werden lassen haben. Das heißt, sie standen vor einem Gericht, dem sie halt einfach nicht gewachsen waren. Der ganzen Verhandlungsführung des Kreis- oder Bezirksgerichtsdirektor Ziegler und des Staatsanwalts Klüsendorf, die Verteidiger haben sie praktisch im Regen stehen lassen und nach einer zweitägigen Verhandlungsdauer wurden die Jugendlichen wegen dieser Staatsverbrechen zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt. Michael Gartenschläger lebenslänglich, Zuchthaus, das gab es damals noch, Gerd Resack, lebenslänglich Zuchthaus und die anderen in abgestufter Form 15 Jahre, 12 Jahre. Und für Höpfner, der mit der ganzen Angelegenheit oder der die ganze Angelegenheit nur vom Hören sagen konnte, der eigentlich noch nicht mal an diesen Aktionen beteiligt war, musste für 6 Jahre hinter Gitter. Vielleicht, Franz, erlauben wir uns, Ihnen aus dem Buch einmal die Verhandlungsatmosphäre noch mal ein Stück vorzulesen. Wohl aus dem Urteil. Um einfach noch mal zu verdeutlichen, in welchem politischen Rahmen, in welcher politischen Dimension sich dieser Prozess bewegte, möchten wir ein Stück aus dem Urteil vorlesen. Einfach deshalb, weil sich das Gericht dort einer ähnlichen Diktion befleißigte, die man schon in der Anklageschrift gefunden hat. Das Urteil beginnt mit: In enger Verbindung mit der beschleunigten Aufrüstung und Atombewaffnung der westdeutschen Bundeswehr verschärfen die Bonner Revanche-Politiker ihre Angriffe gegen die Deutsche Demokratische Republik und die Nachbarstaaten Deutschlands in unerträglichem Maße. So erklärte der westdeutsche Kriegsminister Strauß, der Zweite Weltkrieg sei noch nicht beendet und plant in Anknüpfung an seine großen Vorbilder Himmler und Hitler mit Hilfe der westlichen Imperialisten und der NATO einen neuen Marsch zum Ural. Zur Vorbereitung ihrer Aggression verschärfen die Bonner Militaristen unter Leitung ihres blutrünstigen christlich-demokratischen Kanzlers Adenauer und mit aktiver Unterstützung des Vaterlandsverräters und Präsidentschaftskandidaten der SPD Willy Brandt ihre Diversionstätigkeit. Sie organisieren mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln den Menschenhandel und die Diversion, um die Deutsche Demokratische Republik wirtschaftlich und ideologisch zu unterminieren und sturmreif zu machen. Sie benutzen West-Berlin als Stützpunkt ihrer subversiven Tätigkeit gegen die Deutsche Demokratische Republik und andere Länder des Sozialismus
um ihre Agenten einzuschleusen und mithilfe ihrer Hetzsender und Abenteuerfilme und der für West-Berlin verbilligten Schund- und Schmutzliteratur auf die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik einzuwirken und eine dauernde Kriegsatmosphäre zu schüren. Das verbrecherische Treiben der gesamten Gruppe der Strausberger Jugendlichen ist von einer außerordentlich hohen Gesellschaftsgefährlichkeit. Geistig und moralisch vergiftet und den zersetzenden Einflüssen West-Berlins völlig erlegen, haben sie zu dem Zeitpunkt, als das verbrecherische Treiben westlicher Imperialisten und Revanchepolitiker auf die Spitze getrieben war und die Maßnahmen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 13. August 1961 im Interesse der Sicherheit der Arbeiter- und Bauernmacht und ihrer Bürger und im Interesse der Erhaltung des Friedens erforderlich machte, mit erschreckender Intensität ihre Verbrechen durchgeführt. Sie, die Angeklagten, waren in einem Maße bestrebt, das zu erfüllen, was der Westen von ihnen wollte, sodass der Ausspruch einer derartigen Strafe im Interesse des Schutzes unseres Staates und seiner Bürger unbedingt erforderlich war. Mögen alle Angeklagten durch diese Strafen erkennen, in welchem Maße sie trotz aller ihnen zuteil gewordenen Ermahnungen und Warnungen schuldig geworden sind und im Strafvollzug den Weg zu wirklicher innerer Wandlung und Umkehr finden. Dann werden sich auch für die Angeklagten, Resack und Gartenschläger, die Gefängnistore öffnen. Nachdem die Berufung durch das oberste Gericht der DDR abgelehnt worden war, wurde das Urteil zunächst rechtskräftig und Gartenschläger in die Strafvollzugsanstalt Torgau bzw. in das dortige Jugendhaus verlegt. Dort verbrachte er die Jahre zwischen 1962 und 1965. Danach wurde er in die Strafvollzugsanstalt Brandenburg verlegt und blieb dort weitere 6 Jahre, bis er freigekauft werden konnte durch die Bundesregierung. In der Anfangszeit in Torgau, oder die Anfangszeit in Torgau, war für Michael Gartenschläger sicherlich noch in stärkerem Maße als die späteren Zuchthausjahre von der Hoffnung geprägt, dass die Justizbehörden der DDR zu der Einsicht kommen würden, dass die Strafen gerade für sie als minderjährige Jugendlichen zu hoch waren. Und in dem Zusammenhang hat er noch von Torgau aus eigenhändig einen Kassationsantrag beim obersten Gericht der DDR gestellt, mit der Bitte im Grunde genommen das Strafmaß herabzusetzen. Dieser Antrag wurde auch abschlägig beschieden und als ihm von der Anstandsleitung in Torgau der Ableitungsbescheid zur Kenntnis gebracht wurde, wurde ihm auch noch der Hinweis gegeben, dass er in 12 bis 15 Jahren in etwa ein neues Gnadengesuch stellen könnte. Spätestens von dem Zeitpunkt an, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, gerade für einen in dem Fall oder zu der Zeit 18-, 19-Jährigen, stand Michael Gartenschläger einer völligen Perspektivlosigkeit in seinem Leben gegenüber. Wie ging er damit um? Er ließ sich sicherlich, das kann man insgesamt, also über die ganzen Jahre sagen, nicht brechen, nicht beugen, sondern er versuchte von einigen psychischen Tiefpunkten abgesehen, er versuchte sicherlich, sich aktiv oder mit Engagement dort einzurichten, wo es sich im Grunde genommen nicht aushalten ließ. Das heißt, konkret in Torgau begann er, sich sowohl schulisch als auch beruflich weiterzubilden. Er schloss holte den Abschluss der 10. Klasse nach und nahm auch an einer berufsbildenden Qualifikationsmaßnahme teil und erwarb den Facharbeiterbrief eines DEAS. Gleichzeitig begann er aber auch in Torgau, sich in seiner
Freizeit für das Lesen zu interessieren, für Literatur zu interessieren. Und er begann eine Art autodidaktisches Studium mit den vorhandenen Büchern aus der Anstaltsbibliothek. Das ist für ihn eine Beschäftigung gewesen, eine intellektuelle Beschäftigung gewesen, die mit den Jahren sicherlich auch an Niveau zugenommen hat und die er auch in Brandenburg dann in den Jahren weiter fortgeführt hat. Das war die eine Möglichkeit, wie er mit der Situation umgegangen ist. Die andere Variante, die er gefunden hatte, war trotz der anfänglichen Ablehnung, was die Berufung, was die Kassation anging, dass er im Laufe der Jahre weiterhin versucht hat, sich nicht an den Rat der Anstaltsleitung zu halten und erst in 12 bis 15 Jahren Gnadengesuche zu stellen, sondern dass er es schon früher versucht hat. Wobei man sagen muss, so liest man es in der Gefangenenakte, dass diese Anträge teilweise schon im Ansatz behindert wurden, teilweise weitergeleitet wurden, dann aber mit einer Einschätzung, die eigentlich nur eine Ablehnung des dann Gesuchs nach sich ziehen konnten. In den späteren 60er Jahren, als in Brandenburg schon, als es dann auch sowohl mit Gerüchten als auch mit konkreten Hinweisen sich verstärkte über Freikaufaktionen hinsichtlich politischer Gefangener, ist es aber regelmäßig Jahr für Jahr so gewesen, dass der Name Michael Gartenschläger auf diesen Listen nicht erschien, obwohl von bundesrepublikanischer Seite gerade auch durch die karitative Organisation Hilfswerk der Helfenden Hände in Hamburg immer wieder versucht wurde, ihn und den ebenfalls lebenslänglich verurteilten Resack über den Weg eine Freilassung zu erwirken. In dritter Weise versuchte Michael Gartenschläger der Situation und dieser Perspektivlosigkeit sicherlich auch dadurch zu entgehen, dass er plante und teilweise auch konkret versuchte, aus den Vollzugsanstalten auszubrechen. Wobei zwei Versuche in der Torgauer Zeit lagen, die quasi schon in der Planung gescheitert sind bzw. denunziert worden waren. Und ein Versuch, der fast geglückt wäre, in Brandenburg stattfand. Ebenso regelmäßig war die Konsequenz oder die Antwort auf diese Ausbruchsversuche strenger Einzelarrest, der teilweise nicht einmal zeitlich begrenzt war und sich teilweise oder in einem Fall über ein ganzes Jahr hinzog. Absonderung. So, dazu kam natürlich, dass er nicht nur durch die Absonderung und teilweise den Einzelarrest Repressalien am eigenen Leib erfuhr, sondern natürlich auch solche Repressionen bei anderen miterlebte, die sich also nicht nur auf der physischen Ebene abspielten, sondern auch auf der psychischen. Um bei ihm ein Beispiel zu nennen, in der Zeit seiner Inhaftierung verstarben sein Vater zunächst Anfang der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre seine Mutter. Ihm wurde es nicht erlaubt, halt an den Beerdigungen teilzunehmen. Man kann sagen, dass er im Grunde genommen aus den angeführten Faktoren, das heißt aus seiner sicherlich zunehmenden intellektuellen Entwicklung, aus einem stärkeren Mitteljahren, stärkeren Reflektieren der eigenen Geschichte und letztendlich dem Erleben des Zuchthausalltags, sich bei ihm doch eine Haltung gegenüber dem politischen DDR-System verfestigte, die laut Gefangenenakte und durchgängig als negativ staatsfeindlich eingestuft wurde.
und schließlich zum Ende seiner Zuchthausjahre galt er nicht nur, ich zitiere, als erziehungsunwillig, sondern letztendlich auch als erziehungsunwürdig. Wobei dahingestellt sein mag, inwieweit das auch Einfluss darauf genommen hat, dass er dann schlussendlich freigekauft werden konnte. Bezirksgerichtspräsident Ziegler aus Frankfurt-Oder hatte ja in seinem Urteil festgeschrieben, dass sich eines Tages auch für Michael Gartenschläger oder nur Gartenschläger natürlich im Urteil und Rezac die Tore öffnen werden, nämlich unter der Bedingung, dass beide wirklich zur inneren Umkehr gefunden haben. Es war natürlich nicht Zieglers Forderung, die letztendlich die Tore geöffnet haben, sondern Bemühungen der Bundesregierung, die gegen ein Kopfgeld, so kann man das benennen, von 40.000 D-Mark Gartenschläger und Michael Gartenschläger und Gerd Rezacs Freiheit ermöglicht hat. Nach 10 Jahren Haft, man muss sich das vorstellen, mit 17 in das Gefängnis gekommen und 27, das heißt 10 Jahre des Lebens amputiert. Sicher haben sich bei den beiden jungen Männern manche Dinge im Leben anders entwickelt als bei Gleichaltrigen, die diese Zeit in Freiheit bringen konnten, die eine vernünftige Lebensplanung gestalten konnten. Alles das hatten die jungen Leute halt nicht. Sie standen im Prinzip vor dem Nichts oder nicht geistig, aber zumindest irgendwie auf dem Stand, den sie zurückgeblieben sind, nämlich 10 Jahre zurück, in den 10 Jahren Haft, und viele von Ihnen wissen das und wir brauchen die Geschichten hier nicht mal wieder neu erzählen. Wir haben sie versucht, in dem Buch einigermaßen darzustellen, 10 Jahre ohne Höhepunkte, 10 Jahre um die gleiche Uhrzeit geweckt zu werden, 10 Jahre den gleichen Kaffee, 10 Jahre keine Frau und so weiter. Man kann sich nur annähernd vorstellen, was es bedeutet für gerade einen jungen Menschen, wenn er 10 Jahre seines Lebens amputiert ist. In einer sogenannten Rot-X-Aktion, damals war das ja in Deutschland ein unbekanntes Thema, dieses humanitäre Geschäft zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Demokratischen Republik, wurde Gartenschläger über den üblichen Weg, über Chemnitz, damals hieß es ja noch halt nach dem trierischen Philosophen Karl Marx, in Karl Marx stand halt in die Bundesrepublik gefahren. Das heißt, über Gießen kam er nach Hamburg, wo er zunächst seinen Lebensmittelpunkt fand. In Hamburg, mein Mitautor Franz Brüder hat es erwähnt, gab es diese karitative Organisation, die ersten Monate oder das erste Jahr die beiden jungen Männer finanziell, ideell, kann man sagen, unterstützt haben, damit sie sich in dieser neuen Gesellschaft einigermaßen zurechtfinden. Bei seinem Freund, und man muss immer beide Figuren halt einfach ein bisschen zusammen sehen, sein Freund hat sich das Leben ein bisschen anders entwickelt. Gartenschläger selbst hatte viele Möglichkeiten gehabt, Umschulungsmaßnahmen zum Betriebswirt. Es war ihm zu langweilig, vielleicht auch zu mühsam. Nein, er hatte in Strausberg bis zu seiner Inhaftierung Autoschlosser gelernt in der Firma und er fühlte sich in dem oder mit dem Berufsfeld verbunden und fing dann an, an einer Tankstelle zu arbeiten in Hamburg-Bergedorf, die er dann später als Pächter übernahm. Im Sommer 1972 habe ich persönlich dann Michael Gartenschläger in Hamburg kennengelernt. Und wir sind damals zu der Zeit immer noch nach Berlin. Wir hatten einen Freundeskreis in Berlin-West und haben diesen Freundeskreis halt regelmäßig besucht. Wir waren ja in dieser neuen Heimat mehr oder weniger. Ich selbst komme aus Dresden und wohne seit 1972 in Hamburg, wir waren, genau wie Gartenschläger, der vielleicht schon oder ein Jahr länger da war, wir waren in dieser neuen Heimat ja noch nicht angekommen. Ein neues Gesellschaftssystem, keine Freunde, kein soziales Umfeld. Das heißt, wir schlossen uns mehr, wir rückten näher zusammen.
weil wir einfach gleiche Interessen oder gleiche Ansichten oder wie auch immer hatten und meinten nun einfach, dass es der Weg bequemer ist, wenn wir, die halt aus der DDR stammten, die nächsten Jahre, womöglich Monate oder Jahre gemeinsam vielleicht verbringen können. Bei diesen Fahrten über den Transitweg merkten wir am Anfang, dass diese Reiseerleichterung durch das Transitabkommen oder Vier-Mächte-Abkommen, dass es relativ einfach ist oder wäre die ersten Gedanken, wenn man jemand doch mal in den Kofferraum legen würde und könnte dann jetzt halt mitnehmen. Wir haben jedes Mal hinterher oder speziell hier Gartenschläger gesagt, also Mensch, warum haben wir jetzt keinen mitgenommen? Dass die Chance ist doch riesig und Weihnachten 1972 war die erste Gelegenheit, nämlich was wenige oder was manche nicht wissen, es gab Freikaufaktionen von Seiten der Bundesregierung und die Leute wurden trotzdem in die DDR entlassen, weil sie vielleicht irgendwelche Geheimnisträger waren oder man meinte, das sind Geheimnisträger und es wäre besser, wenn sie halt im Lande blieben. Sie wurden freigelassen, aber hatten eben nicht das Glück, in die Bundesrepublik abgeschoben zu werden. Zumindest das subjektive Glück, was wir damals so empfunden haben. Und Michael Gartenschläger kam auf die Idee, also wir versuchen jetzt diesen oder jenen rauszuholen. Es gab dann die üblichen Fluchthelferwege, Kuriere und man selbst konnte nicht einreisen drüben. Es gab auch immer Leute, die das konnten, die eine Verbindung hergestellt haben und damals die Bundesautobahn war noch nicht, sondern diese alte F5 zwischen Hamburg und Lauenburg und da waren sehr viele dunkle Ecken und viele Waldstücken. 1972 waren die Transitwege noch nicht so unter Kontrolle wie vielleicht 1978 oder 80 und Weihnachten 72 haben wir, also Gartenschläger und ich gemeinsam, den ersten Flüchtling im Kofferraum rausgeholt. Ich muss dazu sagen, es waren Freunde, also es war ein Freund. Das heißt, diese Fluchthilfe hat Kostenfaktor von 600 Mark, Kostenfaktor von 600 Mark betragen. Und in dieser Preisklasse hat dann Michael Gartenschläger auch in der Folgezeit vielleicht bis 1000 oder 1500 Mark die Leute, die er kannte, aus der DDR ausgeschleust. Das heißt, er war in dem Sinn kein kommerzieller Fluchthelfer. Im Laufe der Jahre 73, 74, es wurde immer schwerer, dem Ministerium für Staatssicherheit war es gelungen, die Transitwege immer mehr unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, das Risiko, auf diesen Wegen erwischt zu werden, war enorm gestiegen. Und Michael Gartenschläger versuchte sich über Drittstaaten seine Fluchthilfeaktionen zu realisieren. Das heißt, so eine Staaten wie Rumänien oder Bulgarien, da wo halt diese Personen hinreisen konnten, wo man sich treffen konnte und wo man sie halt nach Jugoslawien ausschleusen konnte in Spezialfahrzeugen mit dementsprechenden Verstecken ausgerichtet. 1976, Fluchthilfeaktionen wurden immer schwieriger, hatte Michael Gartenschläger. Es gibt viele Versionen, die hier im Umkreis sind oder die hier besprochen werden, wie er auf die Idee kam. Jedenfalls 1976 ist Michael Gartenschläger auf diese, an der Grenze zur DDR oder an der Grenze der DDR installierten SM-70 aufmerksam geworden und er meinte, eines dieser Geräte demontieren zu müssen, um diese der westdeutschen Öffentlichkeit vorzustellen. Wir hatten damals ja in der Bundesrepublik zur Hochzeit der Entspannung, es wurde über die DDR oder über diese Sperranlagen nicht gesprochen. Man guckte weg, man ging zur Tagesordnung über, es interessierte sich niemand, wenn ein Mensch da zu Schaden gekommen ist an dieser Grenze. Und Michael Gartenschläger, der sich halt irgendwie letztendlich auch für dieses Unrecht, so hat er es einfach auch begriffen, zuständig fühlte, meinte, also es wird ein Schussgerät abgebaut und der Öffentlichkeit vorgestellt.
Das Schutzgerät ist demontiert worden, wurde dem Spiegel zugespielt und der Spiegel hat in einer zweiseitigen Fortsetzung dieses Mordinstrument analysiert, hat es technisch beschrieben, aber weitergehende Informationen, die vielleicht, und das war Gartenschlägers Zielvorstellung, dass es einen Aufschrei durch Deutschland geht, dass die Leute vielleicht protestieren und sagen, also was sind das für Geräte, wie ist das möglich, dass man in Zeiten des friedlichen Miteinanders, zumindest wurde das ja damals so beschrieben, werden so eine Mordinstrumente dort angebracht? Niemand im Westen hat es interessiert, das ist nun mal so. Und Gartenschläger bekam von Rainer Hildebrand im Mitte April das Angebot, ob er denn nicht noch ein zweites Schussgerät holen könnte, was dann im Haus am Scheck von Charlie ausgestellt werden sollte. Und Hildebrand hatte seinerzeit gesagt, über den Ausländerübergang in Friedrichstraße, in dem ja viele Ausländer passieren, sie besuchen sein Museum und da ist das Schussgerät am richtigen Ort, da kann man es zeigen der Öffentlichkeit und da macht es Sinn, wenn es da ist und nicht im Spiegel. Und am 23. April wurde ein zweites SM-70 demontiert. Man muss hier einflechten, dass seinerzeit in der Bundesrepublik Deutschland Staatsanwaltschaften Ermittlungsverfahren gegen Gartenschläger eingeleitet hat, denn diese Demontagen an den Grenzzaunen waren aus westdeutscher Sicht strafbar. Man meinte zunächst Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Als Waffengutachter feststellten, dass dies den Straftatbestand nicht erfüllt, hat man das dann umkonstruiert auf Diebstahl. Man hat also versucht, von westdeutscher Seite aus, und es wurde ja dann Jahre später behauptet, es wäre so eine Kungelei zwischen westdeutschen Behörden und Gartenschläger. Nein, man hat vom Westen versucht, diese Störmanöver, so hat man das im Westen begriffen, diese Grenzgänge zu unterbinden. Zunächst mit den juristischen Mitteln, die man verfügt. Man konnte ja Gartenschläger nicht einsperren oder so, aber zumindest hat man ihn versucht einzuschüchtern. Aber nein, er war eben einfach in seinem Tun nicht zu bremsen und meinte also, bei Rainer Hildebrand ist das Schussgerät nicht aufgehoben, aber ein drittes Schussgerät könnte vor der Bonner Botschaft, in der ständigen Vertretung, Entschuldigung, Botschaft war es ja nicht, in Bonn anmontiert werden und es sei vonnöten, ein drittes Schussgerät vom Zaun zu holen. Zu Recht, wie die Medien kritisieren, mitunter ein wahnwitziges Unternehmen, weil man natürlich seinerzeit vom Westen aus diese Abwehrmaßnahmen der DDR, des Ministeriums für Staatssicherheit, es war ja ein Angriff auf die Souveränität der DDR, das ist unstrittig. Es war ein Angriff auf das Gewaltmonopol eines Staates, das muss man sagen. In der Wirkung, nicht in der Ursache. Die Ursachen liegen viel tiefer und ich wollte das jetzt nur mal trennen. Und die DDR hatte seinerzeit Maßnahmen ergriffen, die vom Westen aus nicht erkannt worden wären. Es waren verdeckte Maßnahmen, es waren halt Maßnahmen, die sich speziell gegen die Person Michael Gartenschläger richtete. Aber 1976 waren die Tatsachen noch nicht bekannt und wir werden auf die speziellen Maßnahmen vielleicht dann ein bisschen später eingehen, sondern einfach nochmal bei den Ereignissen bleiben. Die Nacht vom 30. April. Ich war ja Begleiter von Michael Gartenschläger und wir sind gegen 22 Uhr im Grenzgebiet erschienen. Wollten ursprünglich an dieser Stelle keine Mine abbauen, sondern aus Sicherheitsgründen 200 oder 150 Kilometer weiter südlich fahren. Und wir hatten in diesem Grenzgebiet der zwei vorhergehenden Demontagen ungefähr im Raum Büchen, also an der Grenze zwischen dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, da ungefähr, wo die Autobahn A4 Berlin-Hamburg quert,
also doch sehr in der Nähe, so als Ortsbeschreibung, damit man ungefähr einordnen kann, wo das war, vor, nur das notwendige Werkzeug zu holen, was da in dem Wald gelagert war. Und es sind dann praktisch in ihre Grenze gekommen und die Ereignisse nahmen ihren tragischen Lauf. Das heißt, als wir an der Grenze waren, wir haben das zumindest im Buch beschrieben, wir wissen natürlich nicht im Nachhinein, ob Gartenschläger insgeheim meinte, vielleicht gehen wir doch an den Zaun, wenn wir doch eine gewisse Sicherheit uns bieten würden. Wir waren von Anfang an dagegen, an diese Stelle zu gehen, aber Michael Gartenschläger sicher mit sehr viel Glück bedacht in seinem vorherigen Leben, die Fluchthilfen haben alle geklappt, ein Durchbruch über die Grenze von Rumänien nach Jugoslawien. Er hatte eigentlich außer die 10 Jahre Haft immer einen guten Stern über sich, das macht leichtsinnig, das macht wagemutig, das macht zum Teil unüberlegt in seiner Handlung. In dieser Nacht, und das ist jetzt meine Beschreibung, in dieser Nacht, als wir dann das Grenzgebiet beobachtet haben und wir selbst irgendwo feststellten, dass es keine Bewegung auf DDR-Seite gab, entschlossen wir uns, von unserem Standpunkt aus an den Zaun zu gehen und wenigstens eine Linie zu zünden. Und da gab es ein metallisches Geräusch, das wird dann viele Jahre später nochmal eine Rolle spielen. Es gab ein metallisches Geräusch, was uns bewog, Michael Gartenschläger von dem Vorhaben abzuraten. Es gab eine kleine Diskussion, natürlich im Flüsterton, und da ist gleichzeitig diese fordernde Wirkung natürlich gleich null. Es dauerte eine Weile, bis wir Michael Gartenschläger überzeugt haben, doch dieses Grenzgebiet zu meiden. Und wir begaben uns parallel zum Grenzzaun Richtung Grenzeck. Es ist, Sie werden es ja sicher in den Zeitungen schon gelesen haben, ein großer Grenzknick gewesen, eine rechtwinklige Grenzbefestigung. Und wir bewegten uns halt auf diesen Grenzknick zu und gingen dann ungefähr nochmal 150 Meter landeinwärts. Die Bild-Zeitung Bild am Sonntag hatte wenige Tage davor auf Anraten des Bundesgrenzschutzes, wir haben das dann im Archiv vom Bundesgrenzschutz gefunden, auf Anraten des Bundesgrenzschutzes die Öffentlichkeit informiert, dass das Demontieren der Minen nicht mehr möglich wäre, dass eine Neuvertratung eine Kette von Explosionen auslösen würde. Das war natürlich vom Bundesgrenzschutz um Gottes Willen im Nachhinein gesehen ein vernünftiger Gedanke. Man wollte Besucher von der Grenze fernhalten, die vielleicht leichtfertig an den Zaun gehen und meinten, nun Gartenschlägers Handlung womöglich nachmachen zu müssen. Das heißt, es war eine Schutzmaßnahme des Bundesgrenzschutzes, die wir aber damals nicht als solche erkannt hatten, sondern meinten, na gut, nun muss man jetzt doch nochmal gehen und probieren, irgendwie 150 Kilometer oder 70 Kilometer, wie auch immer, südlicher fahren, jetzt hier eine Linie zu zünden, um diese Aussage der Zeitung zu überprüfen. Und diese tragische Bequemlichkeit, so würde ich das einfach mal bezeichnen, im Abstand von nahezu 26 Jahren, hat dann zu diesen bekannten Folgen geführt. Wir sind, um diese nochmal zu schildern, wir sind an diesen Grenzknick zurückgegangen. Der Grenzzaun selbst war ungefähr 30, 35 Meter, ich kann es jetzt im Moment nicht auf die Skizze gucken, DDR-wärts eingerückt. Das heißt, dieses Vorfeld vor dem Grenzstreifen war Hoheitsgebiet der DDR. Wir haben uns links und rechts dieses Grenzknicks, wenn man sich das so vorstellt, postiert, das heißt, jetzt zweite Beteiligung und ich. Und Michael Gartenschläger ist parallel auf den Grenzzaun, auf das Grenzeck zugelaufen. Und vor dem Grenzzaun lag ein Sondereinsatzkommando der Hauptabteilung 1, eine Einsatzkompanie, 4 feindwärts eingesetzte Kämpfer. Jetzt kommen unsere augenzeuglichen Beobachtungen, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Als Michael Gartenschläger auf den Grenzzaun zuging, meine eigenen Beobachtungen waren die, Gartenschläger kommt in die Höhe,
und ein infernalisches Maschinengewehr dann geht los. Gabenschläger, Michael Gabenschläger war offensichtlich damals nicht erkennbar, aber durch den Beschuss offensichtlich schwer verletzt oder getötet worden. Das konnten wir nicht einschätzen. Ich selbst ängstlich und vor Aufregung, ganz klar kopflos, bin parallel zur Grenze gelaufen und es gab einen zweiten Beschuss. Es ging Licht an, es gab einen zweiten Beschuss, den man erst am nächsten Tag einordnen konnte. Auf dem Bundesgebiet waren ungefähr 40 Schüsse, 50 Schüsse gezählt worden. Bei 18 oder 19 hat die Spurensicherung abgebrochen. Man hat versucht, durch ballistische Untersuchungen zumindest festzustellen, ob unsere Aussagen, dass es mindestens 4 Schützen gab, denn das war das Mündungsfeuer, was man dann irgendwo, wenn man zur Ruhe kommt, einordnen kann. Also die Kernaussage war damals schon 1976, 4 Schützen haben geschossen, nämlich gleichzeitig. Und diese ballistische Untersuchung diente lediglich dazu, unsere Aussagen zu überprüfen. Denn es war schon ungewöhnlich, dass nun ausgerechnet 4 vor dem Zaun liegen sollten. Es hätte ja eine normale Grenzstreife gewesen sein können, die Doppelposten, die er zitiert, da entlang geht und halt die Gartenschlägers tun, eher durch Zufall unterbindet. 1976, im gleichen Jahr, gab es in Berlin eine Pressekonferenz zur Sache und es gab Informationen, dass ein Sonderkommando der Staatssicherheit Gartenschläger erschossen habe. Woher die Information stammt, weiß ich nicht. Rainer Hildebrand hat sie der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Zumindest wurde schon 1976 erkannt, dass es sich hier nicht um reguläre Grenzsoldaten gehandelt hat. In den Folgejahren hat sich an dieser Grenzsäule wurden an der Grenzsäule regelmäßig jährlich zum Todestag natürlich Gedenkfeiern von Michael Gartenschläger durchgeführt, aber das war das Einzige, was man überhaupt tun konnte für ihn, denn die DDR-Behörden haben seinen Leichnam beschlagnahmt, irgendwann zur Beerdigung freigegeben, jedenfalls aus damaliger Sicht, heute kennt man natürlich, wir kommen vielleicht nochmal drauf, die einzelnen Schritte kennt man natürlich jetzt besser, ich versuche mal die damalige Situation zu schildern. Die DDR-Behörden haben abgelehnt, den Leichnam freizugeben, die Schwester hat vergeblich darum gekämpft, wenigstens ihren Bruder in der DDR beisetzen zu dürfen und man hat es ihr verweigert mit dem Hinweis, dass es möglicherweise als Sammelpunkt für rechtsextreme Kräfte das Grab hätte werden können. Absoluter Blödsinn, muss man doch im Nachhinein sagen, man kann die Entscheidung der Behörden überhaupt nicht verstehen, warum man dann wenigstens nicht den Leichnam freigegeben hat. Das ist in der heutigen Gesellschaft ein Minimum an menschlichen Anstand. Nein, man hat es nicht getan, man hat die Schwester im Ungewissen gelassen. Was man einräumen muss, dieser Hinweis des Generalstaatswalter DDR, Gartenschläger sei beerdigt worden und er hätte ein Grab, hat sich zumindest im Nachhinein bestätigt. Gartenschläger wurde als unbekannte Wasserleiche auf dem Schweriner Waldhof-Friedhof tatsächlich beigesetzt. 1990, meine Damen und Herren, Sie kennen die wirren Zeiten, die Wendezeiten. Wende ist immer so ein Wort, was man nicht so gerne gebraucht, aber diese Wirren in Deutschland, das MFS im Auflösungsprozess und der eine oder andere Mitarbeiter suchte den Weg zu westlichen Geheimdiensten oder umgekehrt, das will ich hier nicht beurteilen. Jedenfalls hat es einen Mitarbeiter gegeben, der in der Hauptabteilung 1 in den Wendetagen Aktenteile vernichtet hat und der gegenüber dem Bundesnachrichtendienst, aus welchen Gründen, wollen wir hier nicht beurteilen, auch nicht bewerten, dem Bundesnachrichtendienst zum Fall Gartenschläger, zum Fall Eigentorf und zum Fall Weinhold Informationen übergeben hat. Unter anderem zu Gartenschläger. Dieser ehemalige MFS-Offizier hat gegenüber dem BND ausgesagt,
dass speziell im Fall Gartenschläger er hätte Papiere vernichtet, in dem es einen handschriftlichen Maßnahmenplan gegeben hätte, in dem handschriftlichen Maßnahmenplan seinen Personen benannt worden. Ihm war seinerzeit, und man kann das, wir haben durch unsere Akten oder unsere Recherchen fürs Buch und die Quellen führen wir auch ganz genau auf, wir haben festgestellt, dass dieser Offizier sehr gut informiert war, denn er konnte Namen benennen, nicht nur von Verantwortlichen, die einen Maßnahmenplan gegen Gartenschläger erstellt haben, sondern von kleinen, unteren Chargen, speziell von zwei der in Schwerin später angeklagten Kämpfer. Erstaunlich ist natürlich daran, dass er ausgerechnet sich an diese Namen erinnern konnte, was gleich später nochmal hätte von Bedeutung werden können. Als Kernpunkt dieser Aussage, und das hat den BND seinerzeit 1990 veranlasst, den Generalbundesanwalt zu informieren, als Kernaussage hat der Offizier behauptet, den man übrigens mit dem Decknamen Krause versehen hat, hat dieser Offizier behauptet, er hätte ein Schriftstück gesehen, das diesen Tathergang beschreibt. Und in dem Schriftstück hätte gestanden, jawohl, der Gartenschläger wurde praktisch von Sicherheitskräften der DDR erschossen. Sie hätten das Feuer eröffnet, weil sie glaubten, seiner nicht habhaft zu werden. Das ist das Stasi-Papier, das dieser Offizier gesehen haben will. Der BND hat seinerzeit, wie gesagt, oder eingangs schon gesagt, den Bundesnachrichtendienst informiert. Und der Bundesnachrichtendienst hat von Amts wegen den Generalbundesanwalt Alexander van Staal unterrichtet, der wiederum und der deutsche Beamtenweg, halt den Generalstaatsanwalt in der DDR, den gab es ja seinerzeit noch, der wiederum eigene Ermittlungen in Sachen Gartenschläger eingeleitet hat. Und man kann davon ausgehen, dass der Dr. Brahn, einer der letzten Staatsanwälte in diesem Minister oder in dieser Behörde, der in seinen ersten Untersuchungen festgestellt hat, nach Sichtung der Akten, die verfügbar waren, die er greifen konnte, dass es definitiv keine Hinweise auf den Erstschuss Gartenschlägers gibt, dass die Akten, man bedenke, es war, handelte sich um das Ministerium für Staatssicherheit, dass die Akten oberflächlich zusammengestellt waren, dass es keine geeigneten Befunde gab, was waffentechnische Gutachten betraf, das hat dieser DDR-Staatsanwalt gescholten. Er hat sich gewundert, dass selbst ein gerichtsmedizinisches Gutachten nur oberflächlich war. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des amtierenden DDR-Staatsanwalts, der damals hier in den letzten Ländetagen diesen Fall mit Jay Gartenschläger bearbeitet hat. Es hat dann in der Folgezeit eine Reiberei gegeben zwischen der Zuständigkeit, es stritten sich, oder stritten vielleicht nicht, aber jeder meldete, Berlin meldete eine Zuständigkeit zum Verfahren an Schwerin als Tatort und Lübeck als Behörde, die ein Verfahren gegen Unbekannt 1976 eingeleitet hatte, nämlich wegen des Mordes zum Nachteil des Michael Gartenschläger. In diesen wirren Wendezeiten wurden zwei der Beschuldigten, oder der später Beschuldigten, damals waren es noch Zeugen, zwei dieser Schützen wurden als Zeuge zur Polizei geladen und sie haben dieser bei der kriminalpolizeilichen Befragung doch sehr wirre Angaben gemacht. Das heißt, im Klartext, sie beschrieben eine Situation, die man sich so à la Lehrfilm vorstellen kann. Sie sind auf Streife gelaufen. Und dann war doch plötzlich ein Schatten, den habe man angerufen und der Schatten, statt stehen zu bleiben, hätte sofort das Feuer auf sie eröffnet, sie hätten noch einen Warnschuss, also eine wilde Geschichte, die sie als Zeugen da vorgetragen haben, die im Prinzip mit der Realität, mit der später zugegebenen Realität nicht im Einklang stand. Also eine Notwehrsituation als Zeugen und die Beschuldigten haben dann in ihrem Status als Beschuldigten vom Gericht sich dazu geäußert, dahingehend, dass sie 1990 geglaubt haben, sie wären möglicherweise als Mörder abgestempelt worden. Man fragt sich natürlich in dem Zusammenhang, wenn es denn wahr wäre,
Warum sind Sie denn damals nicht nur abgesperrt worden? Es handelte sich um ein Kapitalverbrechen. Also das scheint mir jedenfalls als Ausrede oder es ist zumindest als Ausrede zu deuten. Ja, vielleicht mal zu dem Verfahren. Ja. Gut, das waren dann zunächst die zunächst Vernehmungen von zwei der Schützen. Ja, nach der Wiedervereinigung ging das Verfahren an das gemeinsame Landeskriminalamt der neuen Länder über. Und von dort aus, sicherlich auch von Schwerin aus, wurden bis 1993 dann weitere mutmaßliche Tatbeteiligte ermittelt und vernommen, unter anderem auch die übrigen beiden Schützen von 1976, wobei dann sich herausstellte, dass die beiden Schützen einen anderen Tathergang schilderten als die ersten beiden. Dieser Tathergang hat dann durch andere Aussagen eine gewisse Bestätigung gefunden. Alleine deshalb zeigte sich schon oder konnte festgestellt werden, dass die Version der ersten beiden wohl erfunden gewesen sind. Bis 1993 fanden dann weitere Vernehmungen von vor allen Dingen Zeugen statt. Entscheidend war letztendlich die Aussage des vierten Schützen, der auch als Zeuge vernommen wurde. Danach stellte sich der Tathergang so dar, dass nach wie vor alle vier Schützen vor dem letzten oder ersten Metallgitterzaun, je nachdem von welcher Seite man es sieht, gelegen hatten. Und speziell dieser Schütze dann ausgesagt hat, dass er während des Einsatzes in den Nachtstunden eingeschlafen oder fast eingeschlafen sei, dass er dann hochgeschreckt ist und plötzlich wenige Meter vor sich einen Schatten wahrgenommen hat, sich dementsprechend erschrocken hat, zur Waffe greifen wollte und dabei ein Klappern verursacht hat. Dieses Klappern ist natürlich gerade in der Stille der Nacht sehr weit hörbar gewesen, muss dann entsprechend auch oder müsste dann auch von Michael Gartenschläger gehört worden sein. Er soll dann auf das Klappern hin als erster geschossen haben und die erste Schussfolge wäre demnach eine Feuererwiderung gewesen und zwar in Notwehr. Nach dieser ersten Schussfolge ist dann dieser Schütze nach seinen Angaben auf den am Boden liegenden Gartenschläger zugegangen und wollte überprüfen, ob er eben noch lebt. Er hat dann gesagt, dass er festgestellt hat, dass Gartenschläger schwer verletzt ist und dass in dem Moment der Zugführer, nachdem er das mitgeteilt hat, der Zugführer gesagt habe, er soll aus dem Schussfeld gehen und dass eine zweite Schussfolge erfolgt ist. Und zwar, so die erste Aussage dieses Schützen, unter anderem auf den am Boden liegenden Gartenschläger. Diese Version, diese Notwehrversion, hat dann letztendlich auch bei der ermittelnden Staatsanwaltschaft in Berlin, später dann, nachdem das Verfahren 1995 abgetrennt worden ist, und zwar in ein Verfahren gegen die Schützen, ein Verfahren gegen die mutmaßlich Verantwortlichen der Aktion, ist auch diese Tathergangsversion von beiden Staatsanwaltschaften als glaubwürdig eingestuft worden, wobei die Berliner sicherlich noch zwei andere Varianten mit in ihren Abschlussbericht, in den vorläufigen Abschlussbericht aufgenommen haben.
Wie gesagt, 1995 ist dieser vorläufige Abschlussbericht von Berlin nach Schwerin gegangen. Und bereits wenige Wochen später hat dann der Oberstaatsanwalt Pick in Schwerin Anklage erhoben, die auch zugelassen wurde. Dann hat es allerdings noch, es muss noch dazu gesagt werden, dass von vornherein klar war, da einer der Schützen zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig war, dass dieser Prozess vor einer Jugendstrafkammer stattfinden sollte. In Schwerin hat man sich dann 4 Jahre lang nach der Anklage Erhebung, 4 Jahre lang hat es da gedauert, bis man in der Lage war, den Prozess zu eröffnen. Man hat immer wieder gesagt, dass man überlastet sei durch gerade jugendliche Straftäter, die in U-Haft säßen, und dass die vorrangig, die Verhandlungen vorrangig geführt werden mussten. Vielleicht werde ich einfach jetzt hier weiterführen. Nachdem der Prozess in Schwerin eröffnet worden ist, haben zum Erstaunen der meisten Beteiligten, ich sage extra der meisten, die zwei restlichen nunmehr Beschuldigten, die in ihrer ersten Zeugenaussage die eine andere Notwehrversion kundgetan haben, zum Erstaunen der vielen Beteiligten jetzt nunmehr die vom Staatsanwalt konstruierte zugegeben. Genau diese, so wie Oberstaatsanwalt Peck es in der Anklageschrift formuliert hat, der selbst auch nicht dabei war, aber genau halt so muss sich das abgespielt haben, und die Schützen haben das dann zugegeben, haben gesagt, gut, wir haben halt hier in Notwehr gehandelt. Wenn man, das ist meine persönliche Meinung, damals gesagt hätte, vielleicht in Staatsnotwehr, dann wäre das vielleicht noch irgendwo akzeptabel gewesen, jedenfalls für mich als außenstehenden Beteiligten. Die Gerichtsverhandlung im Moment, und das, wir wollen hier nicht Reklame machen für den Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen in Schwerin, hat ein kleines Büchlein herausgegeben, die sich mit den einzelnen Zeugenaussagen im Einzelnen auseinandersetzen. Wir in unserem Buch, wir wollten versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Wir haben zwar über den Prozess geschrieben, über das ganze Ermittlungsverfahren, die ganzen Widersprüchlichkeiten, die wir halt gefunden haben, haben aber selbst zum Prozess nicht das Gehörte wiedergegeben. Denn ich selbst war als Zeuge geladen und durfte auf Antrag der Verteidigung, aus welchen Gründen auch immer, am Prozess lange Zeit nicht teilnehmen. Also haben wir uns persönlich gesagt, wir schreiben dies nur aus zweiter Hand Gehörte nicht hinein. Also es gibt im Moment bei der Landesbeauftragten in Schwerin ein kleines Büchlein, Michael Garnschläger, der Prozess, da kann man zumindest in diesem Prozess auf die einzelnen 22 Tage die Aussagen der Zeugen verfolgen. Meine Damen und Herren, der Prozess endete sicher zur Enttäuschung der einen, zur Freude der anderen Seite mit Freispruch. Das Urteil ist rechtskräftig durch Beschluss vom Bundesverfassungsgericht eine Revisionsklage der Schwestern. Vom Bundesgerichtshof für rechtskräftig erklärt, die Revisionsklage der Nebenklägerin, der Schwester, wurde abgelehnt. Nun muss man sich natürlich fragen, warum schreibt man ein Buch, ein Freispruch, es hätte ja eigentlich keiner weiteren Erklärung mehr Bedarf. Nein, Garnschläger war mein Freund, ich habe diese Tatsituation, die hier im Gericht als wahr erklärt wurde, anders erlebt, und wir hatten im Prinzip eigentlich schon begonnen 1990, 1991 Materialien zu sichten, Stasi-Unterlagen, weil man ja, dieses Ereignis war ein Stück des eigenen Lebens, man wollte ja wissen, was war damals eigentlich, was ist da passiert, und wir selbst sind aufgrund unserer Recherchen, und wir haben in unserem Buch, glaube ich, ein wahnsinniges Quellenanhang dargelegt, wo wir sagen, da und da gibt es die Quellen, da und da sind Fundstellen. Wir haben ein anderes Ergebnis ermittelt. Wir sind der Frage nachgegangen, nicht ist es Mord gewesen an Gartenschläger, das wäre vielleicht sogar zu weit gegangen. Nein, in unserem Buch sind wir der Frage nachgegangen, hat Gartenschläger diese Notwehrsituation durch das
eröffnen, oder diese Feuereröffnung auf die Schüsse, denn es ist unstrittig, dass er eine Schusswaffe mit sich geführt hat, das ist vollkommen zweifelsfrei, hat er diese Notwehrsituation der Schützen tatsächlich verursacht. Und erstaunlicherweise sind wir doch zu Materialien gelangt, die dieser Notwehrsituation zumindest, so wie sie jetzt im Raum steht, so wie sie als Urteil rechtskräftig ist, streng widerspricht. Es gab einige Papiere, wir wollen sie jetzt nicht, um Gottes Willen, das sind über 100 Seiten, diese Widersprüche, die sich zum Puzzle zusammensetzen lassen. Wir wollen einfach aus dem Ministerium für Staatssicherheit, wir wollen sie selbst zitieren. Wir wollen nicht spekulieren, was in dieser Nacht passiert ist, sondern wir wollen in einem Bericht von 1977 einfach einmal zitieren. Und da heißt das, in einem Schreiben, in einer Analyse über Delikte und politische Sachverhalte sowie feindlich-negative Pläne, Absichten und Aktivitäten mit terroristischem Charakter. Da heißt es zu dieser Tatnacht in diesem Papier, das Papier war übrigens nicht in der Gerichtsverhandlung Gegenstand der Beweisaufnahme, in dem Papier heißt es, zu den nächtlichen Ereignissen heißt es in dem Papier, in der Nacht vom 30.04.76 zum 1.05.1976 betrat ein Abschnitt des Grenzregiments 6 Schönberg auf Höhe der Grenzsäule 231 der Gartenschläger das Territorium der DDR mit dem Ziel, eine weitere SM-70 abzubauen. Seine Komplizen Lienig und Übe sicherten ihn von der Grenzlinie aus. Bevor er die Tat ausführen konnte, wurde Gartenschläger durch Grenzsicherungskräfte der DDR liquidiert. Meine Damen und Herren, das tut mir leid, aber von der Feuereröffnung des Verbrechers Gartenschläger steht in diesem Papier von Kleinjung abgezeichnet nichts. Wann ist das entdeckt worden? Ich weiß, also bei uns nach der Gerichtsverhandlung. Also wir haben das von der vom Bundesbeauftragten für MFS-Unterlagen halt nach dieser Gerichtsverhandlung. Nur das Papier lag die Jahre lang da. Ich denke mal, ich will auch der Staatsanwaltschaft jetzt nicht unterstellen, man hat das Papier mutwillig nicht gefunden, um Gottes Willen, das wäre alles Quatsch. Entweder hat man es einfach übersehen. Das nächste Papier, auch nach dem Prozess, was auf diese Schlafsituation, das heißt in der Kausalkette, das Schlafen des Zeugen, Linz, den Namen wollen wir hier benennen, wir wollen aus rechtlichen Gründen einfach, meinen wir aus rechtlichen Gründen, die Namen der Schützen jetzt nicht erwähnen zu müssen, obwohl sie durch ländliche Zeitungen gegangen sind, aber sie sind freigesprochen, sie haben halt einfach ein Recht auf Personenschutz. Ja, es ist auch. Ja, aber da geht es. Wir sind in der Rechtsverhalte. Und es gibt genügend sachkundige Damen und Herren, die sich da sicher besser auskennen als wir. Und wir wollen natürlich da irgendwelche Klagewege natürlich vermeiden. Aber es gibt ein neues Papier, ebenfalls aus der Kaufbehörde. Da geht es um diesen Zeugen, und da darf man jedenfalls noch unseren Informationen den Namen nennen. Das ist der vierte Beteiligte, der letztendlich von der Staatsanwaltschaft als Zeuge benannt wurde, dem man den Erstschuss persönlich zugesprochen hat in der Anklageerhebung, aber eben aus dieser Notwehrsituation, aus dieser Schlafhaltung heraus ein Geräusch verursacht hat, was Gartenschläger ja bewog, auf diese Grenzposten zu schießen. Und in dieser Personalakte, die erst unlängst gefunden wurde in der Bezirksverwaltung Suhl, nämlich nach Dienstbeendigung in dieser Einsatzkompanie, ist der Herbert Linz nach Suhl als inoffizieller Mitarbeiter entlassen worden aus diesem Verhältnis Ministerium für Staatssicherheit. Aber deutsche Behörden, egal ob Ost oder West, sind ja gründlich in ihrer Aktenerfassung. Und da heißt es halt, unter anderem in einer speziellen Verpflichtung, ich möchte vielleicht nochmal zurückwerfen, dass die Kammer und mit der Verteidigung, die es halt auch verstanden hat, darzulegen, dass diese Schützen
eine minderwertige Qualifikation oder militärische Ausbildung genossen hatten und so weiter. Da heißt es in dieser eingängigen Verpflichtungserklärung, handschriftlich geschrieben, und die weicht doch nach unseren Recherchen von den anderen MFS-Verpflichtungserklärungen weit ab. Ich, Herbert Linz, erkläre mich auf freiwilliger Grundlage bereit, alle Aufgaben von Seiten des MFS, die mir gestellt werden, unter Einsatz meiner ganzen Person, das ist alles noch normal, und der erhaltenen speziellen Ausbildung zu erfüllen. Die erhaltenen Kampfaufträge des MFS, das unterscheidet sich wirklich von anderen Verpflichtungen, dienen der Stärkung und Sicherung der DDR, sind ein Ausdruck des großen Vertrauens der Partei der Arbeiterklasse für mich als Genosse und somit allumfassend bindend. Das ist ja alles noch verständlich. Deswegen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass ich über meinen Einsatz, meine Aufgabenstellung und den damit verbundenen Fragen nur mit den mir bekannten Mitarbeitern des MFS, die von mir diesen speziellen Aufgaben Kenntnis haben, sprechen darf. Hiermit gebe ich die Versicherung, dass ich das in mich gesetzte Vertrauen niemals, auch nicht unter Druck, Drohung, Gewalt, Versprechen enttäusche. Die erhaltenen Kampfaufträge werde ich entsprechend der erhaltenen Einweisung so durchführen, wie es von mir verlangt wird. Und dann kommen noch mal andere Verpflichtungserklärungen, die sich mit den normalen Erklärungen gegenüber dem MFS decken. Aber diese weicht im Speziellen ab. Und wir haben in dieser Akte dank deutscher Gründlichkeit, natürlich den nächtlichen Einsatz beim Herrn Linz beschrieben gefunden. Der Mann, der dieses Verfahren durch sein Schlafen ausgelöst haben will. Diese Notwehrsituation. Und da heißt es, der Linz, im Nachweisblatt dieser nächtlichen Ereignisse, natürlich wie alle anderen auch, dass er mit sehr guten Aufgaben sein Ergebnis da erfüllt hat, den Kampf um den Silber erhalten hat und dass sein Einsatz feinwärts der pioniertechnischen Anlagen, so die Bezeichnung für die Sternanlagen, durchgeführt hat. Die Aufgabenerfüllung war verantwortungsbewusst, gewissenhaft und zuverlässig, diszipliniert, konsequent gehandelt, hohe Einsatzbereitschaft und Einsatzfreude, keine negativen Momente. Nun könnte man ja meinen, der Kompaniechef wollte nun dieses Schlagen vielleicht vertuschen, könnte man jetzt argumentieren, indem er da rein, es ist unwahrscheinlich, aber könnte man immer noch annehmen. Wir haben gefunden, es gab einen Sondereinsatz, der 4 Wochen später, die gleiche Machart, Fallenstellung vom Zaun, man hat andere Täter erwartet, die wieder Schussgeräte abbauen in einen anderen Grenzabschnitt. Herr Linz war wieder dabei. Trotz der negativen Momente, die er in dieser Nacht angeblich gewesen sein sollen. Und da heißt es, zu diesem Einsatz war als Nachtposten eingesetzt. Mit fortdauernder Einsatzdauer wurden Mängel in der Aufmerksamkeit festgestellt. Dies konnte auch nach einer kurzen Aussprache beseitigt werden. Also diese Mängel scheint es gegeben zu haben, der Aufmerksamkeit, aber nicht in dieser Nacht der Ereignisse um Michael Gartenschläger, sondern 4 Wochen später. Dass zweimal diese Mängel bei einer militärischen Spezialeinheit auftreten, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ich bin kein Prophet, aber das ist schier unmöglich, weil nach unseren Ansichten oder nach unserem Verständnis, und wir haben mit MFS-Offizieren, mit anderen darüber gesprochen, die meinen, sie hätten das aus Grund der militärischen Disziplin schon gar nicht geduldet, dass dieser Mann einen Einsatz letztendlich vermasselt oder seine Genossen in die Notsituation bringt durch ein Fehlverhalten. Denn gesetzt den Fall, diese Feuereröffnung des Gartenschläger hat er ja praktisch seine Kameraden letztendlich in eine Situation gebracht, die für sie hätte lebensbedrohlich werden können. Und das hätte für diese Figur persönliche Konsequenzen nach sich getragen. Aber es gibt noch ein Papier, und jetzt wird es noch interessanter, es gibt über diese Nachtereignisse noch ein Papier, ein Auskunftsbericht, in dem Auskunftsbericht werden mehrere oder ein längerer Zeitraum wiedergegeben über Einsatzerfüllung der Genossen oder des Genossen Linz,
der in verschiedenen Einsätzen der Sondereinsatzkompanie sicher viele harmlose Einsätze, Überwachung der Kohlegruben bei Helmstedt und so weiter, es waren nicht alles irgendwelche hinterlistischen Einsätze, sondern auch normalmilitärische. Aber in diesen Nachteinsatz, in diesen handschriftlichen, man meint, die Sekretärin hat das geschrieben mit der Maschine und man hat ein Stück freigelassen aus Gründen der Konspiration, das ist Interpretation, aber sind dort auf Lauer lagen, um den Gartenschläger zu töten. Es waren junge Leute, die haben im Buch geschrieben, es ist denkbar, dass vielleicht zwei von denen damit lagen und dann in dieser spannungsgeladenen Atmosphäre halt den Finger krumm gemacht haben in dieser Nacht. Das ist alles denkbar. Wir wissen es. Wir wissen es nicht. Es ist so, wenn es Mordpläne gegeben hätte gegen den Sternschläger, dann hätte man das in der Form sicherlich eher mündlich übermittelt und nicht schriftlich. Aber es gibt Hinweise, dass diese Notwehrsituation einfach nicht da gewesen sein kann. Das heißt, es muss was anderes gewesen sein als das, was von allen Beteiligten heutzutage und speziell des Zeugen Linz behauptet wird. Denn der Genosse Linz, und wir haben ihm das ja gerade vorgetragen, hat in dieser Nacht seinen konsequenten Klassenstandpunkt gezeigt bei seiner Handlung gegen den Feind. Und das heißt nicht, er hat in einer Notwehrsituation gehandelt. Der Richter Heidorn, der das Verfahren in Berlin geführt hat, als Vorsitzende der Kammer, es waren ja fünf Richter mit den Schöffen, hat in dieser Broschüre, von der wir gerade berichtet haben, darin kundgetan, er hat ein Interview gegeben, was für einen Richter sowieso schon mal ungewöhnlich ist, der sein Urteil noch begründet. Und er hat dann halt gesagt, naja gut, ihm war das mehr oder weniger, so kann man das verstehen, die Stasi und die ganze Problematik und die Bösartigkeit, die man vielleicht diesen Apparat unterstellt, war ihm egal. Das heißt, wenn man sie für schlecht betrachtet, heißt das nicht, dass sie schlecht sind. Das ist Ordnung. Er meinte, dieses Verfahren ist politisch am Köcheln gehalten worden. Das wundert uns, dass ein Richter das hinterher sagen kann. Das heißt, das ist doch ein Stück Unabhängigkeit, was mit so einer Satzstellung verloren geht. In diesem Verfahren, das wir im Prinzip für nicht gerecht halten, dieses Urteil. Nicht dahin nicht gerecht, dass nun die Schützen hinter Gitter müssen, sondern es wird der Historie nicht gerecht. Der Michael Gartenschläger ist praktisch hier ein zweites Mal gestorben. Und für die Nachwelt wird es dann, für oberflächliche Betrachter wird es immer heißen, und es wird ja oft bei Grenzverletzern, ich will jetzt mal das Termin so benutzen, wird ja oft argumentiert, ja, die waren ja selbst schuld, was sind sie denn da an die Grenze gegangen, statt die Ursachen vielleicht zu begreifen. Und genauso ist das im Fall Gartenschläger. Das Buch ist nicht ein Rachefeldzug gegen das MFS oder speziell irgendwo nur so eine Beweisgier oder Belastungsfetischismus, sondern einfach, wir wollen nachweisen, dass Gartenschläger ein Opfer dieser Maßnahme geworden ist, wie auch immer man sie begründen kann von Seiten der Verantwortlichen. Wir werden sehen, was in dem nächsten Prozess ist. Wird den nächsten, ich glaube in Berlin, wird es ein zweites Verfahren geben gegen Offiziere, die diesen Maßnahmenplan erstellt haben. Wie das Verfahren ausgeht, das wissen wir nicht woher. Und wir dürfen ja noch gespannt sein. Wir werden gespannt sein, wie das Verfahren ausgeht. Deswegen vielleicht ganz, ehe wir hier vielleicht nochmal diskutieren zum Abschluss, muss man natürlich sagen, dass, oder fragen, ob es überhaupt sinnvoll war, Prozesse zu führen. Ob es nicht mehr Sinn gemacht hätte, muss man jetzt mal im Nachhinein sagen, ob es nicht mehr Sinn gemacht hätte, wenn Beteiligte unter unabhängischer Moderation vielleicht im Laufe der Jahre, das Verfahren hat ja auch Jahre gedauert und wer weiß, wie lange es noch die Justiz beschäftigt, wenn man die Instanzen der Rechtswege noch berücksichtigt, ob es nicht mehr gebracht hätte, wenn das ohne Konsequenz hätte vielleicht
es mag ein Wunschgedanke hier sein, ohne Konsequenz hätte vielleicht ausdiskutiert werden können. Vielleicht wären auch Beteiligte auf Seite des MFS aussagebereiter und würden vielleicht sich nicht dahinter verstecken oder vermute ich mal stark, dass sie sagen, der Staat ist nicht mehr da, was soll ich jetzt die Verantwortung tragen, was menschlich ja nicht unverständlich, um Gottes Willen, nicht damit Sie mich falsch verstehen, was menschlich ja begreiflich ist. Wenn die Leute sagen, also ehe ich hier mich justizmäßig zu verantworten habe für Dinge, die lange zurückliegen, für einen Staat, den ich meinetwegen in der Staatsnotwehr oder aus Angst, was ja, selbst wenn sie sagen würden, wir haben Angst gehabt, ist ja Politiknotwehr, das heißt, es ist straffrei, diese Handlung, dann wäre das vielleicht irgendwie in Ordnung gewesen. Was einen persönlich hier an diesem Fall stört, ist, dass die Darstellung eben Gartenschläger ist, der Schuldige, nicht andere, nicht tiefgreifende Gründe im System, die vielleicht diese Grenze überhaupt geschaffen hat, denn ich bin der ehrlichen Überzeugung, dass mit ein bisschen von oder gesunden Menschenverstand viele aus diesem Ministerium diese Freizügigkeit heutzutage genießen, diese Durchgängigkeit der Grenzen, man kann hinfahren nach Holland oder Kopenhagen oder wo immer. Ich glaube schon, dass man das im tiefsten Inneren vielleicht heute anders bewertet, als man das nach außen von dieser Seite aus zugibt. Ich denke, das ist so zu dem. Vielen Dank. Wir sind. Wir sind jetzt. Die Massen dürfen auch klatschen. Hier drüben. Und nicht nur das Kind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es schon spät, aber trotzdem wollen wir noch eine Diskussionsrunde. Da meldet sich schon die ganze Zeit jemand. Bitte. Ja, mein Name ist Ulla. Ich. Hat. Also nochmal erstmal auf den Verräter zurückzukommen. Damals, als diese nächtlichen Ereignisse gewesen sind mit Gartenschläger, haben Zeitungen getitelt und das war unsere Mutmaßung, wir sind verraten worden. Das war meine eigene Feststellung und wir haben 1976, 1977 mit Akribie versucht, den Verräter in den Reihen auszumachen. Heute kann man zumindest drei Figuren davon benennen. Wir haben das jetzt das Thema, wir wollen jetzt nicht den ganzen Abend darüber sprechen. 1978 hat ein gewisser Joachim Wünscher in Hamburg, und ich werde jetzt mal näher auf die Sache, die Zeit haben wir ja noch, nochmal eingehen. Müssen wir es denn? Ja, gut. Hat sich dem MFS angebiedert, hat angeblich, und könnt das jetzt aktenmäßig belegen, hat angeblich den MFS Pläne einer Atomrakete angeboten, irgendwelche dubiosen Blätter. Das MFS, die Hauptabteilung Aufklärung, HVA, hat Wünscher in die DDR eingeladen,